Hallo Internet, hallo Markus, willkommen zu Hause. Schön, dass du da bist und dir Zeit nimmst für dieses Video. Heute geht's mal wieder um Greyzone Warfare, einem der meisterwartetsten First-Person-Shooter in diesem Jahr. Der Chefentwickler Marek und der Creative Director Wojta von Madfinger Games haben ein neues Interview veröffentlicht auf dem Channel Vision Game, der sich vor allem mit der tschechischen und slowakischen Spielgeschichte beschäftigt und ausführliche Interviews mit Entwicklern veröffentlicht. Sehr, sehr cooler Channel, auch wenn die Interviews leider nur auf Tschechisch verfügbar sind. Es gibt aber, und das habe ich gesehen, extra englische Untertitel, die sie hinzugefügt haben. Man kann auf YouTube aber auch eine deutsche automatische Übersetzung einstellen. Ich persönlich weiß aber nicht, wie gut diese funktioniert. Probiert es gerne mal aus, denn es lohnt sich wirklich, diesen Channel auch auszuchecken, denn es gibt nicht nur Interviews von den Greyzone-Machern, sondern auch Interviews von Entwicklern von Bohemia und einem sehr, sehr ausführlichen Interview zum Spiel Viet Kong, was ich gesehen habe. Wer das noch kennt, schreibt es mir gerne in die Kommentare. Das Ding ist ein längst vergessener Klassiker. Und bevor wir zum Kern des Interviews kommen, hier noch einen Hinweis für euch vom Sponsor des Kanals Instant Gaming. Bei Instant Gaming könnt ihr euch die neuesten Spiele super easy und zu Top-Preisen klar machen. Über 10.000 Spiele, Tendenz steigend, stehen euch jederzeit zur Auswahl. Ihr bekommt neben Indie-Perlen auch die neuesten AAA-Games, PlayStation-Guthabenkarten und vieles mehr. Nutzt dazu den ersten Link in der Videobeschreibung. Die vielen 5-Sterne-Bewertungen auf Trustpilot sind ebenfalls ein Qualitäts- und Gütesiegel, das für sich spricht. Sollte dennoch mal was nicht funktionieren, dann hilft der Support, der 24/7 für euch verfügbar ist. Instant Gaming hat übrigens ein Herz für Indies, denn die Keys sind nicht einfach vom Laster gefallen wie bei anderen Anbietern, sondern kommen von autorisierten Vertriebspartnern. Checkt also unbedingt den ersten Link in der Videobeschreibung und tut euch und eurem Geldbeutel was Gutes. Danke an Instant Gaming und euren Support. Diese Unterstützung hilft mir dabei, den Kanal in Zukunft noch besser zu machen. Und jetzt zurück zum Video. Kommen wir zurück zu Greyzone und den sehr interessanten Details, die vor allem Marek mal wieder gedroppt hat in dem Interview. Diese Details sind auch der Grund, warum ich dieses Video hier mache, denn es wird hier ein Thema angesprochen und mehr oder weniger zwischen den Zeilen sogar bestätigt. Aliens. Okay, das war ein kleiner Bait. Es sind nicht direkt Aliens bestätigt, aber etwas, was eventuell mit Außerirdischen zu tun haben könnte und was eigentlich die Hauptmotivation ist hinter den ganzen PMC-Gruppen, die eben nach Lamang gehen und dort in die Greyzone gehen. Und je mehr ich darüber nachdenke, desto klarer wird mir das eigentlich, dass der Titel Greyzone definitiv noch mehr zu bedeuten hat als einfach nur eine andere Bezeichnung für eine Art Kriegsschauplatz. Aber wie komme ich zu dem Alien-Thema? Nun, seitdem ich den ersten Greyzone Warfare-Trailer gesehen habe, hatte ich ja schon immer eine sehr gewagte Theorie in den Raum gestellt, die sich jetzt immer mehr bewahrheitet. Ich will nicht sagen, dass es zu 100% bestätigt ist, aber es ist schon sehr verdächtig gewesen, erstens mal das Buch Roadside Picnic im ersten Trailer sehr prominent zu präsentieren. Und des Weiteren ist es natürlich auch sehr interessant, wenn der Mann immer mal wieder solche Sachen in Interviews droppt, wo er eben über dieses Buch spricht. Und jetzt hat er mehr oder weniger sogar die Katze aus dem Sack gelassen. Im Interview spricht Mara erstmals von Anomalien und Artefakten. Außerdem erwähnt er, was da auf der Insel Lamang passiert ist und erwähnt dabei das Zentrum der Karte, den sie Ground Zero nennen. Und ich glaube, das ist so ein bisschen die Zone von Greyzone Warfare, also die Zone wie in Stalker. Und um voll zu verstehen, was es mit dem Buch auf sich hat und warum es die Stalker-Spiele ohne dieses Buch nicht geben würde, hier mal eine grobe Zusammenfassung von mir, worum es in dem Buch überhaupt geht. Roadside Picnic, geschrieben von Arkady und Boris Strugatsky im Jahr 1972, ist ein wegweisender Science-Fiction-Roman, der eine Welt skizziert nach dem Besuch außerirdischer Wesen. Diese hinterließen geheimnisvolle Zonen voller gefährlicher Anomalien und wertvoller Artefakte. Die Hauptfiguren, genannt Stalker, riskieren ihr Leben, um diese Artefakte zu bergen, angetrieben von der Hoffnung auf Reichtum und ein besseres Leben. Der Roman stellt tiefgründige Fragen über Menschlichkeit, Ethik und den Wunsch, das Unbekannte zu erforschen.
Es ist eine düstere und sehr faszinierende Vision einer postapokalyptischen Welt, die den Leser zum Nachdenken anregen soll. Der Titel Picknick am Wegesrand symbolisiert den kurzen und scheinbar belanglosen Besuch der außerirdischen Wesen auf der Erde, deren Hinterlassenschaften für die Menschen sehr gefährlich und auch rätselhaft sind. Ähnlich wie die Reste eines Picknicks, das von sorglosen Menschen im Wald für dessen Bewohner zurückgelassen wird. Besonders dieser Aspekt ist es, der Marek fasziniert hat. Ich versuche das mal hier aus dem Interview so gut wie es geht zusammenzufassen und teilweise zu zitieren. Tatsächlich ist es das Buch, das sowohl den Film als auch dem Spiel Stalker zugrunde liegt. Allerdings haben diese beiden Werke das Thema etwas anders interpretiert. Was mir an diesem Buch so gefällt, ist sein mysteriöser Charakter. Es hat etwas von einem Noir-Roman. Die Menschen wissen nicht genau, was dort passiert ist und warum es passiert ist. Sie kennen weder den Grund noch den richtigen Umgang mit diesen Artefakten. Sie versuchen, sie zu entschlüsseln und nutzen diese meist auf eine sehr naive Art und Weise, aber auch zu ihrem Vorteil. Und genau das hat mir daran besonders gefallen. Dieses Mysterium und die Unmöglichkeit, das Handeln der anderen Zivilisation, die weit über uns steht, zu durchschauen. Wir haben versucht, dies in das Spiel zu integrieren. Es handelt sich nicht wirklich um eine Militärsimulation, die einen kriegsähnlichen Konflikt darstellt. Wir wollten zwar eine realistische Militärsimulation erschaffen, aber dennoch mit einem Spiel kombinieren. Soweit mal das Zitat. Also ist das Buch eine große Inspiration gewesen und er weist hier klar darauf hin, was in Lamang und dem mysteriösen Ground Zero passiert ist. Aber nicht nur das, Mara hat in dem Interview noch mehr ausgeplaudert. Der Spieler startet im Einführungsbereich, den wir als Onboarding-Bereich bezeichnen. Dies ist der erste größere Ort, an dem sich Banditen und Kriminelle aufhalten, die ausgesondert wurden. Die Banditen schlagen sich hier durch, weil sie nicht evakuiert wurden nach dem mysteriösen Event, der auf der Insel stattgefunden hat. Natürlich kann der Spieler auch all das überspringen und sich anderswohin begeben. Die Spielwelt hat mehrere größere Bereiche, Militärbasen, ein VIP-Resort und ein Einkaufszentrum. Und jetzt an dieser Stelle habe ich genauer hingehört und ich möchte Marek hier nochmal etwas genauer zitieren, denn jetzt sagt er, im Zentrum befindet sich ein Bereich, den wir Ground Zero nennen, der jedoch erst später geöffnet wird, wahrscheinlich erst nachdem wir alle Grundpfeiler und Funktionen implementiert haben. Bis dahin ist das Spiel eher normal, ohne Anomalien und Artefakte und dergleichen, die erst am Ende eingeführt werden. Und bis dahin mal das Zitat. Ich weiß nicht, ob ihm das einfach so rausgeplumpst ist oder ob das Absicht war. Wenn wir aber jetzt mal 1 und 1 zusammenzählen, dann können wir schlussfolgern, dass uns hier ein Spiel erwartet, das wahrscheinlich viele überraschende Elemente enthält, die zurückzuführen sind auf diese außerirdischen Besucher im Ground Zero. Ich glaube nicht, dass wir so weit gehen können, dass wir hier auf Mutanten und Zombies treffen werden oder dass das so wird wie bei Crysis zum Beispiel. Aber ich könnte mir gut vorstellen, dass wir in Zukunft so etwas wie Gasmasken und vielleicht sogar Schutzanzüge brauchen, um zu diesem besagten Ground Zero zu kommen. Wahrscheinlich können wir dort spezielle Quests erledigen und vielleicht sogar Artefakte rausholen, die wir dann für teuer Geld auf dem Schwarzmarkt verkaufen können. Das ist jetzt nur reine Spekulation von mir, das ist nicht confirmed oder irgendwie sowas, aber ihr merkt schon, in dem Video soll es eben darum gehen, diese Möglichkeiten mal ein bisschen auszuloten und ja, ich gebe es so, ich bin ein bisschen hyped nach diesem Interview. Das Einzige, was Greyzone für mich jetzt wirklich noch kaputt machen könnte, ist, wenn das Core-Gameplay, also das Rumlaufen, Springen, Looten und vor allen Dingen auch das Schießen der Waffen und die Gun-Mechanics und solche Dinge halt nicht auf demselben Niveau sind wie der Rest vom Spiel. Aber kommen wir mal zurück zum Thema. Denn die Entwickler sprechen nicht nur über ihre Inspiration, sondern was auch konkret schon in den ersten Updates vom Spiel kommen soll, nämlich der Tag- und Nachtwechsel. Mara hat das in dem Interview hier nochmals bestätigt. Sie sprechen von Nachtsichtgeräten und sogar Thermaloptiken, die dabei helfen sollen, die Übersicht zu behalten im Dschungel, was wirklich bitter nötig ist. Wie das Ganze dann aber aussehen wird und vor allem wie es sich spielen wird und wie es sich auf die Balance auswirkt, das steht natürlich noch in den Sternen. Ein paar weitere Infos aus dem Interview legen auch nochmal nahe, wie sich Greyzone wirklich spielen wird. Nämlich nicht wie ein Extraction-Shooter im klassischen Sinne, wie zum Beispiel Hunt Showdown oder Escape from Tarkov. Das Spiel wird vielmehr wie ein Arma, DayZ oder Scum werden. Mit einer Brise Stalker und mit Einflüssen aus einem Extraction-Shooter.
Ich glaube, mit keiner Silbe wurde der Begriff Extraction Shooter überhaupt mal im Interview erwähnt, sondern es wurde eigentlich immer darauf hingewiesen, dass der Spieler sehr viel Freiheiten hat in dieser Welt und nicht, wie man versucht, mit Game-Mechaniken oder Game-Loops das Erlebnis des Spielers irgendwie zu steuern. Man kann sich Quests im Lager holen von den NPCs und geht dann zu Fuß raus in die Welt. Oder man nimmt den Hubschrauber und fliegt dann von A nach B, erledigt seine Aufgabe und ruft dann wieder einen Hubschrauber, um dann von B nach A zurückzukehren. Theoretisch ist es aber auch möglich, dahin zu fliegen, komplett was anderes zu machen und dann wieder zu Fuß zurück zur Basis zu gehen. Und deswegen glaube ich auch, dass sich Greyzone mehr wie ein Open-World-Survival-Game anfühlen wird und nicht wie ein Extraction-Shooter. Ich persönlich bin natürlich auch noch gespannt, wie diese Mechanik mit dem Hubschrauber funktioniert. Ich könnte mir vorstellen, dass man einen Helikopter zwar überall rufen kann, aber man dies vielleicht mit einer, weiß nicht, Signalpistole machen muss, wie in der Dark Zone von The Division. Oder vielleicht wird das auch so ähnlich funktionieren wie bei Metal Gear Solid 5. Auch dort geht man per Hubschrauber in das Zielgebiet, erfüllt Aufgaben und kehrt dann mit einem Hubschrauber, den man über ein Interface oder ein Menü aufruft, wieder zurück zu seiner Basis. Und je mehr ich darüber nachdenke, voll cool. Ich glaube, ich muss mal wieder Metal Gear Solid 5 spielen. Das Game war definitiv seiner Zeit voraus. Ich bin wirklich sehr, sehr gespannt auf das, was kommt. Ich muss sagen, wenn das Thema mit dem Alienbesuch authentisch gemacht ist, wie im Buch beschrieben oder wie zum Beispiel dem Film Arrival, dann wird Greyzone, glaube ich, viele Leute abholen können, vor allem auch in Bezug auf PvE-Only-Server und der Tatsache, dass PvP nicht so stark fokussiert werden soll und es wird auch nicht belohnt. Im Interview sagt Mara, dass man keine XP dafür bekommt, wenn man andere Spieler killt. Man kann sie zwar looten und ihr Zeug mitnehmen, aber PvP wird nicht durch die Entwickler forciert. Es geht also in Greyzone nicht um diesen PvP-Konflikt. Es geht um die Welt, die übergeordnete, verzweigte Story, die über 150 Quests zum Anfang bieten soll. Und es geht darum, wie die Menschen mit diesem geschichtsträchtigen Ereignis umgehen. Und auch wenn sich das auf dem Blatt sehr, sehr gut anhört und natürlich sehr einladend sein soll, auch für Spieler, die jetzt nicht so hardcore unterwegs sind und Tarkov-Veteran sind und 10.000 Stunden in DayZ haben, machen wir uns da nichts vor. Auf einem PvP-Server wird alles gekillt, was einem vor die Flinte kommt. Komm, ey, sind wir mal ehrlich hier. Ich weiß ganz genau, wie das ablaufen wird. Und auch wenn die Entwickler das jetzt im Moment so noch nicht wahrhaben wollen, aber ey, das ist die Natur der Dinge. Weil vielleicht haben die Typen, die wir da gerade vorhin gesehen haben, ja was dabei, was wir brauchen können. Also, ich meine, ja, wie gesagt, wir wissen alle, wie das laufen wird. Einen kleinen Wermutstropfen gibt's an dieser Stelle aber noch. Im Interview am Ende sagt Mara noch etwas wie, das Spiel wird dieses Jahr noch erscheinen. Er hat nicht gesagt, das Spiel wird im ersten Quartal erscheinen. Ob das jetzt nur ein freudscher Versprecher war oder ob das sich nachher so bewahrheiten wird, das muss sich definitiv noch zeigen. Die Entwickler haben in der jüngsten Vergangenheit aber immer wieder erwähnt, dass das Spiel im ersten Quartal erscheinen soll. Ich hoffe daher, dass das Interview schon ein bisschen älter ist und dass da dann noch nicht klar war, wann genau das Spiel erscheinen soll, beziehungsweise dass es noch dieses Jahr erscheinen soll. Vielleicht hat er da letztes Jahr gemeint, weil wie gesagt, vielleicht ist die Aufzeichnung schon ein bisschen älter. Ich werde da auf jeden Fall nochmal nachbohren bei den Entwicklern und hoffe, dass ich da in den nächsten Tagen eine genauere Antwort bekomme, die dann hoffentlich auch mal ein bisschen aussagekräftiger ist. Allerdings muss man natürlich auch sagen, sie haben nicht wirklich was versprochen bisher. Sie haben halt immer gesagt, wir versuchen es, aber ein hundertprozentiges hier auf die Hand im ersten Quartal kommt es raus. Das haben wir natürlich bisher noch nicht bekommen von den Entwicklern. Wenn ich da genaueres erfahre, dann werde ich euch das natürlich wissen lassen. Ich hoffe, ich bekomme bald mal Zugriff auf Greyzone Warfare und kann es selber spielen. Denn für mich persönlich ist das Gameplay das Allerwichtigste. Wie fühlt es sich an? Und natürlich ist auch noch der Sound super wichtig. Also nicht nur, wie fühlt es sich an, sondern wie hört sich das Ganze an? Auch das ist ein sehr, sehr wichtiger Faktor, über den ich hoffentlich bald mehr weiß. Und falls sich das Spiel nicht gut anfühlt, dann werde ich das natürlich auch herausarbeiten und euch in einem Video präsentieren. Ich werde da kein Blatt vor den Mund nehmen oder irgendwas schönreden. Da werden wir das Kind auf jeden Fall beim Namen nennen. Gar keine Frage. Aber ihr wisst ja, Vorfreude ist die schönste Freude. Hoffen wir einfach, dass die Entwickler auch an dieser Stelle richtig abliefern.
Aber was sagt ihr zu dem Ganzen? Lasst mich gerne in den Kommentaren wissen und wenn ihr in Zukunft nichts mehr zu Greyzone verpassen wollt, dann wisst ihr, was zu tun ist. Abonniert den Kanal und wenn ihr schon dabei seid, lasst gerne auch noch ein Like da. Wir sehen uns im nächsten Video. Jetzt kann ich eigentlich nur noch sagen, danke für eure Zeit und bis zum nächsten Mal.